Und wieder auf dem Wasser in Norwegen. Der zweite Teil und der findet statt am Tjongsfjord. Hier werde ich mit ein paar Gästen 2 Wochen lang fischen. Und dieses Revier ist ja auch so ein bisschen in mein Herz mit reingegangen, weil wir hier einfach tolle Unterkünfte haben. Eine wahnsinnig tolle Lage, was die Natur angeht. Das ist enorm eindrucksvoll. Und die Fischerei ist auch vom Allerfeinsten. Jetzt erster Tag. Der Wind ist heute ein bisschen stärker. Das soll dann morgen wieder besser werden. Aber wir können gut fischen. Die Boote sind ja groß. Und von daher sind wir jetzt hier erstmal beim Hausberg. 20 Meter, 16 Meter. Und rutschen hier langsam mal runter. Und vielleicht kommen dahinter ja ein paar fette Seelachse. Mal schauen. Oh, Claudi, Fische unten. Auf 30 Meter. Große Einzelfische. Ja, runterlassen. Große Einzelfische. Da warst du gerade. Hier wird getüdelt. Ah, okay. Wir rutschen auch ein bisschen runter hier. Mal gucken, wen wir hier noch haben. Dieses Riesenschiff, da muss man ja schon telefonieren, wenn man sich treffen will. Bernhard, mein alter Kumpel Bernhard. Letztes Jahr hingen wir 4 Wochen auf Tobago fest im Lockdown von Tobago. Jetzt hängen wir in Norwegen. Fest nicht, zum Glück. Noch nicht. Wir gucken mal. Und da hinten ist unser anderes Boot. Kann man schlecht sehen. Das ist Seamus, Skipper Seamus mit dem anderen Teil unserer Gruppe. Und wir werden heute ja mal gemeinsam ein bisschen durch die Gegend fischen und schauen, was das Revier uns so bringt. Ja, der erste Fisch des Tages, ein schöner Köhler von Claudi, hier aus der Tiefe gezerrt. Auf Jawohl. Knallorange. Ja. So, nur noch Bernhard zugeschlagen hier. Seelachs. So, Stella hat den Kescher gegriffen. Da kommt er. Seelachs. Ah. So, das ist jetzt erstmal der letzte Seelachs-Drill, den ich jetzt filme. Ehrlich, weil sonst ist das Ding ja nur voll mit Seelachsen. Weil wir sind ja, wir haben gerade mal eine Stunde geangelt und eigentlich ist die Kiste schon voll. Und wir haben noch ein paar Fische zurückgesetzt, die zurückgesetzt werden konnten. Und Bernhard ist schon wieder am Drillen jetzt hier. Das heißt also, Leute, das ist erstmal der letzte Seelachs-Drill. Es sei denn, es passiert wirklich was absolut Außerungewöhnliches. Stella wieder auf ihrem Lieblingsplatz vorne am Bug. Klar. Und immer, du hast immer das schönste Panorama hinter dir, ne? Wahnsinn. Ich weiß schon, wo ich mich hinstellen muss. Ja. Oh, jetzt gucken wir uns hier noch an, was er da rausholt. Feiner Fisch. Oh. Nice one. Sind wir jetzt in der berühmten Trompete, eine
Bucht wie in die Felsen gemeißelt von den Urkräften. Ja, und einfach ein wunderschöner Platz. Von der Natur her wirklich eindrucksvoll. Und es stehen auch ein paar Dorsche hier. Und ich bin überzeugt, dass die auch halb drum liegen, hundertprozentig. Aber es ist einfach von der Natur so schön, dass wir halt immer eigentlich hierher fahren. Und da heute so ein schöner Tag ist mit Sonne, haben wir gesagt, dann machen wir es mal gleich am ersten Tag, damit wir das nochmal richtig genießen können. So, Stella vor ihrem Berg. Dieses Motiv haben wir nun schon öfters mal aufgenommen und auch veröffentlicht. Ja, sieht einfach toll aus. So, und da ist auch ein Fisch gleich dran. Guck mal, Bernhard ist schon am Drillen. Ein Schellfisch, sehr lecker, sehr gut, sehr gut. Bloß ranholen. Ein Shelly, sehr gut. Wow, halt mal hoch. Hey, der ist aber lecker. Das wären ja aber interessante Fischnuggets. Seelachs, Schellfisch. Oh, in der Trompete hat es jetzt nochmal geknallt auf den guten alten Svenske Pilk, Bernhard. So, kein ausgewachsener Svenske, ein Baby-Svenske Pilk. Und das ist ein Dorsch, schätze ich mal. Da kommt, hey. Oh, gleich nebenan. Claudi, das ist schon wieder so. Die Bremse geht. Der Fisch kommt. Oder auch nicht. Da kommt auf jeden Fall auch was. Ein Dorsch. Ja, eigentlich hatte ich ja gesagt, ich drehe keine Seelachs-Drills mehr heute. Wir haben genug Seelachs-Drills gehabt. Aber hier hinten drin scheinen richtig gute Seelachse zu stehen. Mitten hier in dieser Bucht, die wirklich nur ein Durchmesser von der Durchgang ist vielleicht 40 Meter. Und der ist richtig gut hier. Das ist ein richtiger Bomber. Also doch noch ein Seelachs-Drill. Ist auch ein Seelachs, ne? Oder, Claudi? Mit deiner Erfahrung würde ich sagen... Ein Hai. Ein Hai? Okay. Ein weißer Hai. Claudi hat den weißen Hai dran. Ja, genau. Mach mal hier. Ladies work. Der ist aber kräftig, ne? Der zieht. Ja, das hat den richtigen Löger. Als ich sagte, diese soll hochkurbeln, weil wir versetzen wollten. Und das fand der Seelachs richtig gut. Das ist ein richtig, richtig guter Fisch. Da kommt er. Eieiei. Tja, und da beim schnell einkurbeln, zack, der nächste. Ich weiß gar nicht, wohin filmen sollen hier. Wir wollten noch keine Seelachsdrille mehr. Keine Seelachsdrills mehr. Aber Doppeldrill, aber guck dir mal die Granate an, ey. Ja, noch geschafft. Gut. Super, Petri. Noch so ein Bomben. Alter Schwede, da müssen wir doch mal ein Foto machen. Ja, das ist er. Richtiger Brummer. Ja, das ist jetzt gerade mein Arbeitsplatz. Ich habe den mal getauscht mit dem Büro. Mache ich ja ein paar Wochen im Jahr, wo ich halt guide und Events mache in Norwegen. Und ja, jetzt ist das hier am Tjongsfjord halt. Und wir sind halt hier in dieser sogenannten Trompete. So eine Bucht, die einfach wunderschön ist. So eine Felsbucht, also wie aus dem Karl-May-Film. Nur noch besser. Ja, und also eigentlich wollten wir hier nur ein paar nette Bilder machen und vielleicht ein, zwei Dorsche fangen, weil die hier immer drin stehen. Aber wir haben ja riesen Seelachse gefangen. Wir haben richtig geile Schellfische gefangen. Und natürlich Dorsche. Also irgendwie steht hier voll Fisch. Cool. Ja, und so sieht dann mein Arbeitsplatz aus. Das ist hier der große Kutter halt von der Tjongsfjord Lodge. Richtig großer Steuerstand, große Kabine, wo man auch mal ein bisschen Schutz suchen kann. Ja, und hier arbeite ich dann halt, ne? Und ab und zu gehe ich dann da mal raus und halt da mal die Route rein. Das muss ja auch sein, ne? Ja, ich habe noch nicht mal die Kamera rausgeholt, gerade am Platz angekommen. Da kaum ist die Rute drin, schon hat es geknallt. Da ist er schon, der erste Pollack. Zielfischnacht
Kein 10 Sekunden, das nennt man ein schnelles Tor, glaube ich. Ne? Nein, mach nur, was du sagst. Das nennt man ein schnelles Tor. Ein halt mal hoch, ah, schöner Fisch. Super. Ja, Zierfisch ist Pollack, das hat gerade 10 Sekunden kann gedauert. Ich in die Route gehen? Wow, oh, verkehrt rum. Der wird ja ein Seekrank, der Arme. Jawoll, hübsches Kerlchen. Super. Ja, wir haben jetzt hier den Pollackberg halt angesteuert. Nun kann ich endlich mal die Anmoderation machen. Das ging ja alles ein bisschen schnell mit dem Fisch eben. Und wir haben Tiefe 18 Meter. Wir treiben so ein bisschen hoch. Wir haben auch Fische, sehen wir auch unten. Und jetzt gucken wir mal, was hier so passiert. Da haben wir den Bernhard. Der hat auch schon einen schönen Biss gehabt, ne? Zwei. Oh. Zwei. Zwei Jahre. Claudi. Kurbel mal ruhig ein. Bei Pollack ruhig einkurbeln. Langsam ein, ganz langsam einkurbeln. Marika, Empfühlung auf. Und Heiko. Es wird. Er sagt, es wird. Bremse richtig eingestellt? Alles richtig eingestellt. Ah, alles perfekt eingestellt. So. Stella hat ja schon vorgelegt. Sie hat das schon eingefangen nach 10 Sekunden. Das nennt man einen Schnitt. Da ist er! Da ist er, der Live-Biss! Oh! Oh, da senken wir die Kamera lieber zum Wasser und gucken über die Weite der See. So, schon wieder hat es geknallt. Eben hat Stella einen schönen Pollack geholt. Das sieht auch verdammt nach Pollack aus. Nein, das ist ein Dorsch. Ein Tankdorsch. Ein Tankdorsch, dann hast du einen Grund. So, hier geht ein Pollack nach dem nächsten. Ah ne, das vorhin war ein Dorsch. Aber das ist, glaube ich, ist ein Pollack. Erstmal gucken. Mal gucken. Brauchen ja auch, wir wollten ja Dorsch essen, ne? Auf Haut gebraten. Heute? Ja, klar. War der Plan, ja. Oh je. Oh je. Dann haben wir ja schon den Hautkandidaten hier. Ja. Oh ja. Oh, ist das schön? Das ist so schön. Das war genau der richtige. Ah, zeig mal die Kamera hier. Aber hier, so, guck mal, da ist die Kamera. Wohin gucken? Da in die Kamera. Marika hier. Marika ist eine Granate, ne? Also, das ist ihr Fisch. Das ist Marika. Zack. Wink mal. Grüß mal deine Oma aus Sachsen. Hallo, Oma aus Sachsen. Ja, also wir sind immer noch am Pollackberg hier und wir schauen jetzt mal, was hier weitergeht. Wir haben jetzt ein paar Pollacks gefangen und werden hier noch mal ein bisschen probieren. Ich nehme mich einfach mal mit. So, hier wird fleißig geangelt. 15,8 Meter. Wir sehen hier den Berg. Ich gehe da einfach mal rauf. So, hier sehen wir so einen richtig schönen Pollackberg. Rechts haben wir das Echolot-Bild, da haben wir sehen wir unsere Driften, die wir schon gemacht haben. Und oben haben wir Seelachse, kleine Seelachse auf dem Echolot. Und unten haben wir im Moment nichts, aber vorhin stand da was. Und wenn wir jetzt in die Kante runterdriften über den nächsten Berg, wir sehen, da ist ein ganz kleiner Berg mit 5,6 Meter, sehr flach. Hier kann man bei gutem Wetter sogar die Pollacks sehen, die man fangen will, weil man sieht richtig, wie sie aus dem Kraut rausschießen und dann zubeißen. Ja, da bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Hier wird fleißig gedreht. Wo ist Stella? Stella ist auch noch da. Ist auch noch nicht über Bord gefallen, wunderbar. Und schöne Rute, wa? Sehr feinfühlig, ne? Ja, es ist von der Quantik, eine Testrute. Extra eine Pollack-Rute. Also die hat Rückgrat, aber man spürt echt jedes Ding. Also echt geile Rute, habe ich jetzt das erste Mal ausprobiert, aber wurde mir gleich aus den Händen gerissen von Heiko. Ja, sehr schöne Rute. Equipped. Geil, vielen Dank. Ja, jetzt hat hier ein richtiger eingestiegen. Ich sagte schon, meist stehen die größeren Fische etwas hinterm Berg.
Und das ist bei Pollacks auch der Fall. Und das haben wir jetzt hier anscheinend. Heiko hat zugeschlagen. Ich mach mal die Kamera hier kurz. Das wackelt ein bisschen. So. Voll im Bild, Heiko. Ja, wo ist der Kescher? Hier. Ist schon im Einsatz. Der ist aber gut eingenagelt, ne? Ja. Der ist gut eingenagelt. Da kommt doch. Hey, Krimp. Oh nein, großer, richtig großer Pollack. Mach den Salat. Und weg ist er. Oh nee. Ja. Sollte nicht sein. Sollte nicht sein, gleich wieder runter. Das war einer von den Großen. Der ist fast über dem Boot, ey. Oh, sorry. Geil. Der kommt nochmal, der kommt nochmal. Der dreht. Jetzt. Die geht drauf. Der kommt nochmal. Der kommt nochmal. Jetzt hat es. Nee, hat nichts. Der kommt doch nochmal. Ja. Oh, geil. Das ist so geil, oder? Geil. Ich bin eine Möwe. Also, kommt Claudi. Jetzt kommt er. Komm. Er hat rumgeguckt. Schande. Guckt denn irgendjemand noch nach dem Adler oder warten alle drauf, bis er ins Wasser fällt? So, wir haben jetzt hier den zweiten Anwärter für den Preis des besten Adleranfütterers. Und gucken komm mal, was her, passiert. Komm her. Da hinten sind sie. Da sitzen sie. Warte, wir zoomen sie mal ran. Da sitzen sie. Auf dem kleinen Felsen. Drei Stück, wahrscheinlich eine ganze Familie. Im Moment sehen wir nur einen, da oben drauf. Und wenn er jetzt gleich werfen wird, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Wirf rein. Oh, jetzt hat er gebremst. Jawohl. So, Heiko schon wieder am Drillen. Heiko, die 27. Passt. Ja. Was ist es für ein Fisch? Ich würde sagen, es ist ein Dorsch. So wie der mit Kopf schlägt. Aber der schwimmt irgendwo anders hin. Er kommt doch. Da kommt hin. Nee, das ist ein Pollack. Oh, ein schöner. Die Pollack-Bunte, ne? Ja. Mit der Pollack-Bunte kann man nur Pollack fangen, Scheiße. Komm. Eingelegt. Und danke. Petri, geil. Petri, danke. Das sieht gut aus. Ja, das sieht doch so gut aus, weil das die zarte Eiselung ist. Ja, gehen wir ja schon mal weiter rüber. Da ist er. Oh, ich hab ja wieder meine Hose dran. Da musst du es uns aber gleich mal wieder zeigen, du. Der hat lange gewartet und jetzt sagt er, jetzt muss mal raus. Zeig ich den anderen mal, wie die aussehen. Ja, Petri! So, nu aber. Ein paar Augen, ne? Ja. So, nachdem wir uns jetzt richtig mit Pollacks besackt haben und ein paar schöne Dorsche dabei waren, sind wir jetzt an einem Platz angekommen, hier draußen auf den Plateaus. Ja, da kommt dann dahinter eigentlich offene See und irgendwann Grönland. Erst Island, dann Grönland. Und Grönland merkt man schon, sagt Stella. Es ist ein bisschen kühler geworden heute. Ja, und wir versuchen jetzt hier auf Halbutt und Großdorsch auf den großen Plateaus. Das sind langgestreckte, ein paar Kilometer lange Plateaus, die dann mit tieferen Rinnen so von 100 Meter unterbrochen sind. Und dahinter kommt dann der Abhang. Der sogenannte Schelfabhang und dann wird es tief. Ja, und das versuchen wir jetzt einfach mal hier. Wir angeln mit Seelachsen, die wir jetzt vorhin gefangen haben. Kleine Seelachse mit Inchiko, beködert auch mit Seelachsfetzen. Und mit Halizonkern, auch beködert mit Seelachsfetzen. Und Gummifisch und naja, was also am Start ist. Ne? Probieren wir einfach mal aus. Und Herr Schönberg, was sagen Sie denn so zu den anglerischen Möglichkeiten, die dieses Revier Ihnen so zeigt? Sehr, sehr schön. Was noch? Danke, das reicht ja. Okay, bis. Lecker Fisch kommt da gerade wieder vom Grund. Das ist doch genau das, was wir wollten. Wie bestellt? Ah, halt, warte. Oh, ja. Noch halt. Einen Längenlängling. Da kommt unsere Mokeka. Oh, lecker.
Hier sind ja nur kleine Fische, ne, Marika? Guck mal, wie der schnorchelt. Ja, kann nicht mehr drehen. Der bleibt dann hier. Der nimmt Schnur. Ja, dann ist die Bremse zu leicht eingestellt. Gut, hör mal auf. Dann pumpen. Guck mal, wie der zieht, der immer noch Schnur. Aber oh, wenn ihr jetzt nicht abhört, bist du raus. Das macht mich unsicher. Jetzt ist was eingestiegen hier bei Marika. Die wollte ja unbedingt Heilbutt fangen. Nee. Und, wie? Wollte sie nicht. Wollte sie nicht, aber hat vielleicht einen dran. Aber ist auch egal. Fisch. Das ist aber ein großer Seelachs oder ein großer Dorsch. Irgendwas. Großer Dorsch, Riesendorsch ist das ja. Boah, alter Schwede. Was ist das denn? Was machen wir mit der Scheiße? Halt die, halt mal hin, das ist doch super. Das ist uns. Und rein. Und tschüss. Ja, ja. Ja, Petri! Locker 17, 18 Kilo. Später. Ach, das ist ein Riesenvideo. Ja, Marika, ne? Du wolltest noch einen großen Fisch fangen, ne? Natürlich, natürlich. Also Dorsch, schätze ich mal 17, 18 Kilo? Locker. Ja. Locker. Das ist die halt. Super. Schöne soll ich nicht sagen? Na, Heiko, und? Jetzt habe ich einen Zaubertrick. Voila. Dorsche, Seelachse und Link und Lump. Und Pollack. Und Pollack. Und Makrele. Ja, wir haben einen schönen Tag hier erlebt auf See, weit draußen in der Schelfregion. Haben tolle Fische gefangen. Marika mit einem richtig feisten Dorsch von um die 20 Kilo. Meter 25. Wir haben ihn aber wieder zurückgesetzt. Und haben viele tolle Fische gefangen. Leider keinen Heilbutt. Es ist jetzt Halbmondphase. Es ist so schwer, Heilbutt überhaupt ranzukriegen. Aber wir haben natürlich trotzdem die Hoffnung gehabt. Aber wir haben ja noch ein paar Tage und vielleicht klappt es ja noch. Voll im Fisch hier. Zack. Bitte schön. Gleich frei machen, der ist schon wieder an einem Drill. Gleich raus den Fisch, wir brauchen den Kescher. Oh, der ist ausgestiegen. Der Claudi ist ausgestiegen. Schlechtes Wetter, gutes Angelwetter, sage ich immer. Und wie ist es? Passt wieder wie aufs Wort. Gerade schöne Seelachse, gucken wir noch mal kurz rein. Das jetzt alles innerhalb von 5 Minuten. Ist das hier auf so einem ganz kleinen Berg, wir sind gar nicht weit weg vom Ufer. Hallo Stella, gar nicht weit weg. Da sieht man schon den schönen Berg und hier an so einer Spitze, da haben sie gebissen. Ja, Marika hatte nämlich gestern Geburtstag und da hat sie einen Draufgänger geschenkt bekommen. Einen Slow Shad von Eisele Sea Fishing. Den hat sie geschenkt bekommen und da hat sie jetzt schon wieder einen Fisch drauf. Mal gucken, was da kommt. Eben war es ein schöner Dorsch. Da kommt da ein schöner, schöner. Den muss man irgendwie. Ah, warte. Wie? Petri Heil. Das ist er. Das ist er. Auf den Draufgänger. Super. Auf das Geburtstagsgeschenk. Ein super Geschenk. Zeig ich mal. Warte. So, jetzt hat es hier reingeknallt, jetzt knallt es aber richtig hier. Jetzt habe ich den Spot echt gefunden. Kann man nicht anders sagen. Ich gehe mal kurz hier hin. Ab. Jetzt Claudi, wo habe ich sie? Da ist sie. Claudi am Drillen und Stella vorne am Drillen. Doppeldrill. Und das vor absolut klasse Kulisse. Guckt euch das mal mit dem Berg. Habt ihr gerade keine Zeit zu, ne? Na gut, guckt euch später an. Gib mir die. Die andere. Ah ja, da kommt er. Seelachs.
Heiko geht in die Landeposition. Und eingenetzt. Petri. Und hier bin ich, Claudi, auf der anderen Seite. Wow, toller Fisch. Und dann mit dieser im Hintergrund. Bernhard, geh doch noch mal 2 Schritte zurück. Platsch. Wow, gratuliere. Petri, jetzt gucken wir mal, was da kommt. Schnell dahin. Der Nächste. Da kommt der Nächste. Eieiei, was für Bombe. Was für eine Halt, ich muss ihn hier finden. Hier unten mit Heiko. Der Arm in Arm. Der nächste Fisch kommt. Der kommt schon nächste. Oh, ich höre die Bremse schon. Ich höre die Bremse. Achtung. Ich höre die Bremse sausen. Ich mache gleich Fotos. Ich komme gleich. Hier kommt schon der nächste. Darf ich da noch angeln? Nein, angel mal. Nein, ich tue die alle Kette. Bernhard, macht Spaß, ne? Ja. Hey, kümmt. Da können wir aber viel Ziehwische machen heute. Oh, hat er sich nicht reingepfiffen hat, ne? Wow. Oh, schöner Pollack. Pollack ist nicht schlecht. Jawoll! Der nächste im Drill ist. Ah, Entschuldigung! Ah, was für Teile! So, da ist Heiko mit schmerzverzerrtem Gesicht! Tja, an diesem unscheinbaren Spot, jetzt hier direkt vor so einem bizarren, total eindrucksvollen Berg. Da sehen wir hin. Zack. Ja, da hat das jetzt richtig geknallt. Wir haben also innerhalb von, weiß ich nicht, einer halben, dreiviertel Stunde jetzt hier echt nur Drills, noch große Fische verloren. Seelachse bis über 90 cm, richtig tolle Dorsche, also tolle Angelei, richtig kurzweilig und naja, schlechtes Wetter, gutes Angelwetter, ne? Der letzte Tag für unsere erste Gruppe hier am Tjongsfjord und Heiko ist schon wieder am Drillen. Da wird auch schon wieder Fisch verarbeitet und Stella hat einen schönen Dorsch gerade gefangen. Wir haben schon mehrere Dorsche gefangen, einen so einen Berg angesteuert, 9. den ich noch nicht beangelt habe. Hier gibt es nämlich ungefähr 5000 Berge, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Claudi, eisern auf Heilbutt, zieh das durch. Die Tapfere wird belohnt und Bernhard angelt alles. So, jetzt mal gucken, was da hochkommt. Was kommt denn hier hoch? Ein Leng, sehr lecker, sehr gut, sehr schön, Dankeschön. Mal was anderes. Mal was anderes für die Küche, super. Dorschhammer.